In diesem Video zeige ich dir ein Rezept für eine unglaublich leckere Pfanne mit Knoblauchpilzen. Dafür gibst du als erstes etwas Olivenöl in die Pfanne und dazu dann auch noch die Butter. Das Ganze sollte jetzt erst einmal schmelzen, bevor wir dann die Champignons mit dazugeben. Die habe ich hier zuvor natürlich schon einmal gewaschen und die ganz großen nochmal halbiert. Und dann kommen die einmal mit in die Pfanne. Das Ganze sollte jetzt bei mittlerer Hitze ungefähr einmal schön vor sich hin brutzeln. Zwischendurch solltest du die Pilze auf jeden Fall einmal umrühren. Und nach einiger Zeit haben die sich dann auf jeden Fall deutlich verkleinert und auch die Farbe sieht schon etwas hübscher aus. Und dann können wir uns auch daran machen, das Ganze weiter zu bearbeiten. Hier kannst du schon sehen, es ist jetzt schon deutlich weniger in der Pfanne, weil das Ganze sich eben ordentlich zusammengezogen hat. Und jetzt können wir dann auch schon die nächsten Zutaten mit dazugeben. Denn da haben wir einmal die ganzen Gewürze. Da haben wir einmal das Salz. Der Knoblauch darf hier natürlich nicht fehlen. Sowie Pfeffer. Und das Ganze verrühren wir jetzt einmal miteinander. Und lassen es dann nochmal für 1-2 Minuten auf dem Herd. Im nächsten Schritt kommt dann noch der Weißwein mit dazu. Hier kannst du auch ganz einfach Wasser nehmen, wenn du jetzt keinen Weißwein zur Hand hast oder keinen Wein mit in deinem Essen haben möchtest. Und dann darf natürlich etwas Schnittlauch auch nicht fehlen. Auch das Ganze jetzt noch einmal unterrühren und dann ist die leckere Knoblauchpilzpfanne auch schon fertig und kann direkt gegessen werden. Wenn dir dieses leckere Rezept gefallen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, ob es dir gefallen hat. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.